Sie überfliegen Borneo. Hier mitten in der indonesischen Region Kalimantan liegt einer der größten Regenwälder der Welt. Die Kohle, die dieser Lastwagen transportiert, ist nicht für die Schweiz bestimmt. Und doch ist sie mit Zug und seinen umtriebigen Wirtschaftsanwältinnen und Anwälten verbunden. In diesem Naturschutzgebiet wurde vor 4 Jahren eine neue Kohlemine eröffnet. Sie wird von einem kleinen lokalen Unternehmen namens Borneo Prima betrieben und fördert nun mehr als 2 Millionen Tonnen Kohle pro Jahr. Die Mine liegt in der Nähe von Tumbang Olong, einem Dorf, das von Dayaks, der indigenen Gemeinschaft der Insel Borneo, bewohnt wird. Mit der Unterstützung der Basler NGO Bruno Mansa Fund untersuchten Public Eye und die indonesische Organisation Wali die Methoden einer Schweizer Mine, die den Alltag der lokalen Bevölkerung prägt. In Tumbang Olong musste man lernen, mit der unendlichen Flut von Lastwagen zu leben, die durch das Dorf fahren. Tarigan ist Vorsteher von Abschnitt 1 des Dorfes, das von der Straße zur Mine durchschnitten wird. Obwohl er an die Vorteile der Bergbauentwicklung glaubt, räumt er einige Schwierigkeiten beim Zusammenleben mit Borneo Prima ein. Jalan yang menuju ke desa kami itu dibuat oleh mereka. Lalu yang kedua, sisi negatifnya mereka selalu ada bermasalah dengan masyarakat di desa, terutama mengenai lahan. Ya sekarang itu ya CSR-nya itu belum jalan ya untuk desa itu ya untuk pembinaannya ya baik pembangunan maupun pemberdayaan kepada masyarakat itu. Unter den Mitbürgern von Tarigan wird vor allem bedauert, dass die Mine keine wirtschaftlichen Alternativen für die lokale Gemeinschaft gebracht hat, die stark von der Landwirtschaft abhängig ist. Außerdem wird die Verseuchung der Flüsse angeprangert. In der Region sind diese nach wie vor die ausschließliche Wasserquelle für alle Bedürfnisse des täglichen Lebens. Tepatnya yang air yang ada tuh nggak perusahaan batubara tuh nggak dia perhati orang desa itu. Yang itu, yang ada yang kita minumnya, sungai yang lain. Kalau sungai yang itu dihalang jalan. Yang suruhnya perusahaan tambang, suruh bikin air, nggak mau sampai sekarang. Devi Sertika ist Mutter von 4 Kindern und leidet unter den gleichen Problemen beim Zugang zu Wasser. Vor allem in der Regenzeit, wenn das Wasser Kohle und Staub in die Häuser, Lungen und Mägen spült. Mayoritas kami gini, mau tidak mau mandi air seperti ini, makan air seperti ini, karena mau gimana lagi, soalnya sungainya juga jauh, cuman ini aja yang dekat kami gitu, untuk RT 4. Devi Sertika war auch Besitzerin eines 3 Hektar großen Grundstückes innerhalb der Bergbaukonzession. Sie ist eine der wenigen Dayaks, die von Borneo Prima etwas Geld bekommen haben. Kalau yang sampai saya yaitu tadi 10 juta per hektarnya. Kalau menurut saya kan orang yang punya perusahaan itu namanya juga sudah perusahaan, bagi dia uang 10 juta itu masih kecil. Der Jurist Thomas Wanli, ebenfalls ein Dayak, hat mehrere Fälle von Landgrabbing begleitet. Für ihn nutzt Borneo Prima auf zynische Weise eine Lücke in der Tradition der Dayak aus, die der Mündlichkeit und damit das Fehlen von Verträgen und Eigentumstiteln. PT Borneo Prima ini masuk di Tumbang Olong, kehidupan masyarakat di sana aman dan tentram. Mereka menggarap tanpa ganti rugi. Dan masyarakat di situ masuk, mereka bilang harus tunjukkan dulu sertifikatnya. Perusahaan saya merasa tidak manusiawi, tidak menghargai adat istiadat dan kebudayaan masyarakat di sana. Auf dem Weg zu ihren Abnehmern muss die Kohle über eine 140 Kilometer lange holprige und unebene Piste zum Flussterminal von Muara Laung transportiert werden. Ein logistischer Irrweg, da die meisten Minen in der Nähe der Küste oder von Flüssen liegen. Vom Terminal aus wird die Kohle auf Trägenlastkähnen den Barito-Fluss entlang befördert, um auf ausländische Märkte oder auf die Insel Java verschifft zu werden. Borneo Prima ist alles andere als ein Einzelfall. Indonesien wird im Jahr 2023 voraussichtlich fast 700 Millionen Tonnen Kohle produzieren. Das Land verfügt über fast 1000 Bergbaukonzessionen, allein für Kohle, hauptsächlich auf den Inseln Borneo und Sumatra.
In dem Maße, wie sich die Minen ausdehnen und vermehren, steigt der Druck auf den Regenwald, der das Überleben eines einzigartigen Ökosystems sichert. Mehr als 6000 Pflanzenarten gibt es nur hier, hinzu kommen bedrohte Tierarten wie der Orang-Utan. Wohin führt in dieser Flut von Ruß die Spur von Borneo Prima? Das Unternehmen arbeitet im Auftrag eines multinationalen Unternehmens mit Sitz in Zug in der Schweiz, IMR Holding. Das Unternehmen fand seine Niederlassung 2004 in der Kanzlei des Wirtschaftsanwaltes Hans-Rudolf Wild, der als Experte für Corporate Engineering bekannt ist. Er ist Geschäftsführer oder Verwaltungsratsmitglied von 45 Unternehmen, steht der IMR Holding vor und führt auch ihre laufenden Geschäfte. Nach den ersten kritischen Berichten des Bruno-Manser-Fonds behauptete Wild, er habe die Kohlemine verkauft. Eine Verschleierungstaktik. Wie Public Eye dokumentieren konnte, wurde die Mine aber an eine noch undurchsichtigere Tochtergesellschaft in Singapur übertragen, die auch in den Händen der IMR-Gruppe ist. Die ideale Lösung, um die Kohleprofite zu erhalten und gleichzeitig das Reputationsproblem loszuwerden.